Gut, dann würde ich sagen, auf geht's in den ersten Stock. Da haben wir noch ein Zimmer. Da haben wir auch noch ein Zimmer. Dann gehen wir direkt erstmal hier rein. Okay, ich wollte sagen, können wir da nicht rein? Das mit den Türen hier, das ist echt komisch. Das scheint wohl das Schlafzimmer zu sein von Melodia. Du siehst ein kleines Regal mit Schubladen. Darin findest du üblichen Schreibutensilien. Papier, Stifte und eine Schere. Und keine Magnuskarte. Das ist schlecht. Auf der Kommode stehen sorgfältige, arrangierte Kosmetikartikel. Für ein heranwachsendes Mädchen sind sie erstaunlich weniger. Och, sie muss sich ja nicht unbedingt so stark schminken. Dir fällt ein großes, gerahmtes Bild von Melodia auf. Auf dem Bild vollführt sie einen anmutigen Tanz. Wunderschön. Aus einem gerahmten Bild lächelt dir Melodias Eltern freundlich entgegen. Nicht zu weich, nicht zu hart. Genau das richtige die Polsterung. Das ist ein sehr bequemer Sessel. Und ich bekomme Graupennebel. Graupennebel. Der hölzerne Schreibtisch ist schneeweiß. Die Lady scheint Möbel so. Die Lady scheint Möbel zu mögen. Im Zimmer stehen ziemlich viele Schreibtische. Aha. Ihr fällt das schöne Bild eines Rosenstrauchs auf. Nicht schlecht. Vielleicht ein Werk Melodias? Fragezeichen. Du siehst ein weiches, bequemes, aussehendes Bett. Darunter ist etwas versteckt. Tränenlose Meerjungfrau. Wir kriegen ja schon wieder Karten. Das ist unglaublich. Abwehrwasser. Ah, das kann sie nun einnehmen. KP-Heilung um 100, Verteidigung um 20. Diese Meerjungfrau hat all ihre Gefühle verloren, seit sie von einem Magier verflucht wurde. Egal, wie traurig sie ist, sie kann nicht weinen. Vielleicht kann jemand oder etwas ihre Tränen zurückbringen. Sag mir nicht, die verwandelt sich auch noch. Ich würde sagen, nehmen wir das raus. Nehmen wir das rein. Nehmen das raus und nehmen das rein. Und dann haben wir wieder was Schönes im Gepäck. Jetzt nehmen wir noch das andere Zimmer und dann gehen wir erst in das große Hauptraum. In den großen Hauptraum. Das scheint wohl das Zimmer des Herzogs zu sein. Im Regal stehen Herzogs Gilbricks Büchersammlung. Zwischen den Büchern ist etwas eingeklemmt. Und zwar Geheimrezept 5. Vier haben wir wohl noch nicht gefunden. Oder ich habe einfach nicht gründlich gesucht. Im Federhalter stehen einige trockene Federn. Sie scheinen länger nicht mehr verwendet worden zu sein. Gut. In flackerndem Licht der Lampe siehst du ein düsteres Gemälde. Es erzählt von Verzweiflung und Seelenqualen. Oh, das ist nicht gut. So, hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal auf der anderen Seite. Hier. Mehrere leere Weinflaschen stehen nebeneinander. Den Etiketten nach waren sie teure, erlesene Weine. Das ist wohl ein Weintrinker. Du siehst ein grob geformtes Stück Keramik. Auf der Unterseite steht in schlechten leserlicher Schrift für meinen Onkel. Ich glaube, das hat Melodia gemacht. Das gerahmte Bild zeigt Melodias als junges Mädchen. Hinter dem Bilderrahmen ist etwas versteckt. Die stille Frau. Jetzt geht's hier warum wieder mal. Die stille Frau. So. Beim Angriff kein Effekt. Mysteriös, aber sehr schön anzusehen. Das düstere Ambiente verleiht dieser stillen, sitzende Frau eine ruhige und doch nachdenkliche Aura. Stellt es unter einen schwachen Licht auf. Okay.
Ich glaube, es gibt bestimmt immer so Kombinationen, die ich ausführen muss, um irgendwas Spezielles heraufbeschwören zu können. Ha. Aber okay. Dann sprechen wir mit dem Herzog. You'll be late, you all. It's you. What are you doing here? The great Mizuti be here to protect the very important Bob. No, you think? No, because she has the atmosphere. The important Ba? The Earth Sphere? What are you talking about? Lord Kalbrin, I have reason to believe you may know something about the N Magnus in this land. We have little time left. Emperor Geldeblame is plotting to release the five N Magnus and resurrect Malpertio. Please tell us, where is the N Magnus now? I was just asking Grandfather that same question. Please, Grandfather, tell us what you know. The End Magnus are unique, very dangerous and powerful. They are not to be disturbed. Melodia told me what happened. But is Emperor Geldeblame really trying to obtain them? Yes. Three of the five N Magnus are already in his possession. Is that so? The Emperor must not realize how dangerous those things are. Long ago, the N Magnus sealed here was discovered by one of my ancestors, a historian. He found it in the mystical garden, and unsealed it by accident. This was what shifted Mira to waver across the boundary between the dimensions. The End Magnus now lies under this manor, heavily protected. In the basement? I would never have thought. I knew I would have to tell you about this someday, Melodia. It is a dark legacy, handed down from generation to generation by the Dukes of Mira. Yet, till now, I didn't have the heart to tell you about it. I wish we could simply forget about it, and just leave it sealed underground forever. Grandfather, if this is the duty and birthright of our lineage, I will gladly take over the responsibility. Please don't worry. I will bear the burden of my heritage. Melodia, I'm glad to hear that. The Duchy of Mira has a worthy heir. The entrance is in our ancestors' shrine. There is a hidden door that leads underground. You should have told her earlier. Things would have been much easier. Giacomo! The Emperor's men? Does your Emperor truly intend to unseal all of the End Magnus? Doesn't he realize what would happen to the world? That this would bring ruin to civilization yet again? We will know in due time. I'll be relieving you of your precious End Magnus. No! We must stop them! Yes. Okay, ich habe mir fast gedacht, dass Mizuti da ist, aber dass es jetzt so ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ich kann ihn nicht anredeln. Sie ist nur unmächtig geworden. Es ist nichts Ernstes. Gut. Dann holen wir uns die Karte. Die stehen noch. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Muss ich überhaupt rausrennen?
Ich habe keine Ahnung. Ja, toll. Und dann muss ich irgendwas im Schloss machen. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich renne mal jetzt eben kurz raus. Da wird mir nichts. Nö, da passiert nichts. Dann heißt das wohl, ich muss irgendwas im Schloss machen. Weil hier geht's nicht weiter. Die sind nicht raus, weil sonst werden die ja auch alle ohnmächtig. Also muss irgendwas im Schloss sein. So viele Räume sind es ja nicht. Sind ja nur drei. Dann gehen wir einfach am besten nach unten. Ist immer die Lösung. We're too late. Huh? What is this? Grandfather! This might be good. Then I'm to wake it. The great Mizuti must hurry. Wait! What in the world are you? Callus, that can wait. We have to go after the End Magnus. Yeah, right. Okay then, Mizuti. Let's go together. Jawohl, Mizuti ist im Team. Ach du Scheiße, Rang 3. Level 22. Ach du Jemmeje. Okay, dann überprüfen wir ihn mal. Aber der hat Level 3 Karten. Und eine neue Kamera. Uiuiuiui. Okay. Heiliger Wein. Vanillepudding. Getrocknete Kakis, okay. KP-Heilung? Interessant. Verdorbenes Fleisch. Angriff. Verfrorene Mandarinen. Heiliger Gral. KP. Und Chance, wieder abzubeleben. Cool. Magische Bohnen. Tod. Todresistent plus 100. Okay. Aber trotzdem würde ich den einmal umstrukturieren. So, dann müssen wir das einmal kurz hier auch mal umändern. Okay, Angriff bei ihr. Ich glaube, ich bleib bei den beiden. Dann machen wir erstmal so alle Fenster des Karten. Haben wir noch, okay, da haben wir noch zwei Einser. Dann nehmen wir Feuer. So. So, das haben wir schon 24 und das sollte auch ausreichen. Dann haben wir nur die beiden Elemente. Finde ich gut, finde ich gut. Verteidigung. Dann nehmen wir das Licht, nehmen wir Dunkelheit, nehmen wir das. So. Was hat sie denn noch? Die hat doch gerade Kronos und Wind, ne? Dann nehmen wir noch das mit und das Wasser noch. Und dann, okay, nee, doch nicht so viel. Doch nicht so viel, dann nehmen wir lieber Heilung mit. Oh, da haben wir mehr verdorrtes Fleisch. Okay. Wir nehmen Deluxe-Wein mit. Nehmen. Wir können die Kamera gleich mal jemand anders geben.
Okay, die Kapellen lassen wir ihr. Nehmen wir die getrockneten Kakis mit. Habe ich sehe ich halt richtig? Sake? Deluxe hat sich schon umgewandelt? Das ging jetzt aber schnell. Das hatten wir gerade noch nicht. Aber okay, 60% wiederzubeleben. Das ist gar nicht mal schlecht. Meerjungfrau. Das. Und das war's. Jetzt bist du dran. Dann geben wir ihm. Angriff. Erstmal seine Spezialattacken. So. Und dann ist es eigentlich völlig egal, oder? Was haben wir am meisten? Licht und Wasser, ne? Aber wir nehmen, glaube ich, mal andere Elemente, die wir noch gar nicht gesehen haben. Kronos. Und Kronos und Wind schlägt sich, ne? Zeitgottes verursacht, bla bla. Effekt von windbasierten Monster. Okay, das wäre dann sinnlos. Dann würde ich sagen, machen wir bei ihm Wasser. Kronos und Wasser. Dann können wir eigentlich auch hier schon das abgeben. So. Die Kamera gebe ich mal lieber denen, die es gebrauchen können. So, dann kriegst du noch die beiden Karten und dann bist du auch fertig. Dann nehmen wir mal ein Schuppenschild weg und geben ihnen eine Kamera. Warte mal, hat er nicht eine Kamera? Tatsächlich nicht. Dann tauschen wir die Kamera hier aus. Geben ihm auch noch eine Kamera mit. Und zwar eine schlechtere. Hauptsache Foto. Und ich würde sagen, das reicht erstmal. Und er braucht dringend Erfahrungspunkte. Deswegen machen wir einmal so. Dann hat er 28.000. Und setzen ihn auch direkt mal ein. Ich muss jetzt mal gucken, warte mal. 45. Okay, Challa für Kellis. So. Okay, dann gehen wir schnell runter. Gucken wir uns das mal an. Und finden direkt schon mal was Schönes, und zwar eine Magnuskiste mit dem Inhalt tanzende Flammen. Na, können wir auch mal auflassen. Ich glaube, du hattest Feuer, ne? Nein. Dann halt du. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Schlechte raus. Also das war das Wasser. Einmal ganz nach oben. So. Oh, hört sich schon komisch an wegen den Ratten hier. Oder was sind das für Tiere? Greifen die einen an? Nö. Okay. Interessant. Ach, das sind so... Was sind das? Biberratten oder was sind das? Hat eine Art Biber und sind wahrscheinlich Ratten. Hilfe. Kokolith, Labyrinth der Spiegel. Was? Was zur Hölle? Ich will zu... Komme ich damit zurück? Ja. Oh mein Gott. Okay. Ich sehe gerade auf meine Uhr. Es ist leider Zeit. Wir werden das auf jeden Fall beim nächsten Mal machen.
Ich werde mich jetzt wieder in die Stadt eben kurz in den Laden mal reingehen. Wir haben leider auch nichts, um seinen Rang zu erhöhen. Wir haben nichts gefunden. Schade. Vielleicht habe ich hier irgendwo was übersehen. Es sieht interessant aus und sehr verwirrend. Haben wir vielleicht hier nochmal so 3000 Erfahrungspunkte? Vielleicht sollte ich das mir mal aneignen. Nee, nichts Neues. Schade. Können wir verkaufen, aber ich glaube, wenn wir das abgeben, ist es vielleicht besser. Okay, wir haben nichts. Dann halt nicht. Gut, Leute, das war's mit Barton Kaitos, die schwingende Ewigkeit und der verlorene Ozean. Wie es weitergeht in diesem Spiegellabyrinth, werdet ihr beim nächsten Mal sehen, ob wir da irgendwie durchkommen, ob ich einen Durchblick kriege. Es sieht ja schon extrem gruselig aus. Naja. Und ich hoffe, mein Kopf hält das aus, weil das sah ja schon wirklich sehr verwirrend aus. Gut, ihr könnt mir eine positive Bewertung da lassen oder einen Kommentar, wie ihr es gerne haben wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.